sagen und dann geht das auch schon los. Meine Damen und Herren, ich möchte heute über Flächenversiegelung und Hochwasserschutz sprechen. Und Herr Göppingen hat es ja schon gesagt, das ist ein ganz wichtiges und aktuelles Thema, weil derzeitig in der bayerischen Politik haben wir da eine enorme Diskussion an der Stelle, wie sollen wir den zukünftigen Hochwasserschutz gestalten. Hochwasserschutz zuerst mal, was ist Hochwasser? Hochwasser ist eine relativ einfache Sache. Wir messen an verschiedenen Pegeln im Fluss dauerhaft immer den Wasserstand. Sie kennen solche kleinen Pegelhäuschen, da drinnen ist so eine Art Schwimmer. Dieser Schwimmer geht auf und ab und dann wird der Wasserstand da fortwährend aufgezeichnet. Ja, und dann haben wir hier solche Wasserstandskennlinien, das ist ein Pegel an der Donau. Und das Problem entsteht immer dann, wenn dieser Wasserstand größer ist als der zugehörige Flussteich. Dann haben wir ein Problem und es kommt dann zu einer Überschwemmung oder das, was wir umgangssprachlich als Hochwasser bezeichnen. Die Ursache für diese hohen Wasserstände ist allerdings nicht der Wasserstand selbst, sondern natürlich der Abfluss. Das heißt, wie viel Kubikmeter laufen in dieser Zeit durch den Fluss durch? Und wenn wir das mal vergleichen, dann ist der Abfluss immer proportional zum Wasserstand. Das ist also Kubikmeter pro Sekunde. Und Sie sehen dann hier so etwas wie zum Hochwasser 2013 gab es an dieser Stelle fast 2800 Kubikmeter pro Sekunde. 2800 Kubikmeter pro Sekunde. Und ich sage den Studierenden an der Stelle immer, was ist denn ein Kubikmeter, was dann da durch die Donau fließt? Wenn Sie sich ein Quadrat, einen Meter hier aufstellen, nach vorne beugen und hier nach vorne beugen, dann haben Sie einen Kubikmeter. Wenn Sie das, nur dass man sich das mal in etwa vorstellen kann, was schon mal so schwer vorstellbar. Ja, diese Menge muss dann in der Donau abgeführt werden und führt zu dem entsprechenden Wasserstand. Wenn wir diese beiden Dinge, Abfluss und Wasserstand, übereinander auftragen, das heißt, zu welchem Wasserstand gehört eigentlich welcher Abfluss, dann bekommen wir wohl definierte Kurven. Sie können hier also sehen, diese 2800 Kubikmeter an der Stelle haben zum höchsten Wasserstand geführt, hier an dieser Stelle 317 Meter. Und wir müssen dann im Prinzip in Zukunft sagen, mit welchen Abflüssen haben wir Zukunft maximal zu rechnen. Haben wir maximal zu rechnen und können dann natürlich dementsprechend die Deichhöhe hier richtig dimensionieren. Das wäre so der klassische Hochwasserschutz, der so klassischerweise gemacht wird. Ja, Sie sehen also, da liegt irgendeine Funktion dahinter, die hat sich auch im Laufe der Zeit geändert. Jetzt fragen Sie sich vielleicht hier, was das hier ist, diese Ausrutscherkurve da drüben. Diese Ausrutscherkurve da oben hat immer etwas mit Eisgang zu tun. Eisgang in der Donau, da verblockt die Donau. Das heißt, bei 1000 Kubikmetern Abfluss beispielsweise haben wir dann nicht 313 Meter Wasserstand, sondern irgendwas bei 315 Meter Wasserstand. Heutzutage wird dieser Eisgang zum Beispiel durch Sprengungen dann entsprechend entfernt. Das heißt, diese hohen Hochwasser durch Eisverblockung haben wir heutzutage in der Regel nicht mehr. Das also so zur Entstehung des Hochwassers, das wird also durch große Abflussmengen erzeugt. Und daraus machen wir dann in irgendeiner Form Statistiken. Wir tragen die Häufigkeit verschiedener Abflüsse auf und können uns dann kumulative Verteilungen angucken. Und dann kriegen wir heraus, wie oft tritt eigentlich welcher Abfluss auf. Und daraus generieren wir so etwas wie Hochwasserkennwerte. Welchen Abfluss haben wir einmal in 100 Jahren zu erwarten? Das ist das sogenannte HQ100. Und auf dieses HQ100 bemisst der Freistaat Bayern derzeitig den Grundschutz. Derzeitig den Grundschutz, das heißt den Schutz, auf den wir alle in allen Bereichen Bayerns vorbereitet sein sollten. Es gibt in anderen Bundesländern, sieht das auch anders aus. Beispielsweise Baden-Württemberg nimmt hier HQ200, also den Abfluss, der höchstens alle 200 Jahre einmal auftritt und bemisst darauf das Hochwasser. Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe, wird also immer weiterentwickelt an der Stelle, wird immer weiterentwickelt und Ziel ist natürlich, ein HQ-Extrem ebenfalls an der Stelle hier zu kehren, also auch irgendwann zu höheren Kennzahlen hier zu gehen. Ja, und jetzt komme ich zum eigentlichen Problem. Ich hatte das ja gesagt. Wir sehen an verschiedenen Stellen Probleme. Wenn wir diese jährlichen Hochwasser einmal auftragen, dann können wir diese jährlichen Hochwasser hier, das habe ich hier mal die höchsten Hochwasser in jedem Jahr aus der Statistik des Pegelfällings an der Donau einmal aufgetragen. Dann sehen Sie, das höchste Hochwasser an der Donau ist 1845 aufgetreten, mit fast 4000 Kubikmeter pro Sekunde. Das wird immer so als das schlimmste Ereignis zitiert, meine Damen und Herren. Ich glaube,
glaube, dieses Ereignis ist falsch oder beziehungsweise es hat es so nicht gegeben. Weil wenn Sie das schauen, wurden die Hochwasser dann immer kleiner, aber 1845 hatten wir überhaupt nicht die Möglichkeit, Abfluss in einem Fluss zu messen. Da hat man tatsächlich einen Schwimmer auf den Fluss gepackt, ein paar Sekunden abgezählt, guckt, wie weit er ist. Da konnte man natürlich nicht direkt in die Mitte des Flusses gehen und das messen und hat dann dementsprechend den Abfluss tatsächlich abgeschätzt. Anders ging das nicht. Meines Erachtens sind die Daten aus dem 19. Jahrhundert grundsätzlich falsch. Erst in den 20ern des 20. Jahrhunderts bekommen wir sinnvolle Abflussmessungen, auf die man auch zählen kann. Und wenn wir uns nur diese Daten angucken, dann sehen Sie hier, dass wir da einen Trend sehen. Ein Trend zu höheren Hochwassern. Und wenn man da so eine lineare Regression durchlegt, dann stellt man fest, unser Hochwasser, oder wir haben damit zu rechnen, das ist etwa jedes Jahr 2 Kubikmeter mehr Hochwasser pro Sekunde gibt. Jedes Jahr etwa 2 Kubikmeter mehr pro Sekunde an diesem Pegel. Wenn wir Strom aufschauen, ist natürlich das Einzugsgebiet kleiner. Wenn wir beispielsweise in Schwabelweis in der Nähe von Regensburg schauen, dann haben wir hier nur einen Trend von 1,2 Kubikmeter pro Sekunde hier an der Stelle zu verzeichnen. Und die Frage ist, worauf ist das zurückzuführen? Und eine Ursache mit Sicherheit, die hier immer zitiert wird, ist der Klimawandel. Klassische Daten, die Sie so im Internet finden, Hohenpeißenberg an den Alpen, die Änderung der jährlichen Temperaturen. Wir haben also überall in Bayern im Mittel eine Temperaturerhöhung zu verzeichnen, die allerdings im Nordbayern und Südbayern anders aussieht und auch von den Jahreszeiten sieht das etwas anders aus. Klimawandel erstmal von den Temperaturen ist deswegen wichtig, weil wir damit rechnen, mit größeren Temperaturen kann die Atmosphäre mehr Wasser tragen und dementsprechend auch irgendwo mehr abladen und das führt dann zu Niederschlägen. Ja, und die veränderten Niederschläge, die machen schon Sorgen, wenn man sich mal das vom DWD anschaut. Wir haben also einen Trend zwischen 1931 und 2010, dass insgesamt die Niederschläge über das Jahr verteilt in Bayern um 8,3% zugenommen haben. In Nordbayern dabei mehr als in Südbayern. Und dieser Trend ist auch noch über das Jahr verteilt sehr unterschiedlich, nämlich im Frühjahr haben wir fast 20% höhere Niederschläge, während wir im Sommer weniger Niederschläge haben und Trockenheit zu verzeichnen haben. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem auch fürs Grundwasser. Und das bedeutet eben, wenn wir so einen wunderbaren Sommer hatten, wie wir es letztes Jahr gehabt haben, ist das nicht unbedingt gut für die Landwirtschaft. Das haben wir gerade jetzt in der Tagesschau gehört, dass die Weizenernte weltweit das letzte Jahr nicht hinreichend gewesen ist. Wenn sich dieser Trend weiter so entwickelt, werden wir arge Grundwasser und damit auch agrarökonomische Probleme bekommen. Wenn im Sommer weniger Wasser fällt, Niederschläge fallen und im Frühjahr mehr Niederschläge, bedeutet das, die Starkregentendenz nimmt zu. Die Starkregentendenz, und das hat sich auch gezeigt, bleibt im Sommer im Mittel gleich. Hier ist so etwas wie die Starkregentendenz über die Jahre aufgetragen. Da geht es in einigen Bereichen auf und in einigen Bereichen ab, aber im Winter geht es in der gesamten Bundesrepublik Deutschland die Tendenz zu Starkregenereignissen hoch. Und Starkregen, wissen Sie auch, kann der Boden nicht fassen. Wenn es besonders stark regnet, gehen Sie nur mal raus, ziehen Sie sich die Regenklamotten an, dann sehen Sie, es bilden sich überall große Pfützen. Währenddessen, wenn es nur so ein bisschen nieselt, kann der Boden das schon sehr gut aufnehmen und kann auch neues Grundwasser entsprechend bilden. Wir müssen also mit vermehrter Trockenheit im Sommer, insgesamt größeren Niederschlägen und dadurch Starkregenereignissen rechnen und das erhöht die Hochwassergefahr enorm. Ja. Was hat das mit Flächenversiegelung zu tun? Normalerweise gibt es in der Hydrologie so eine Abfolge, die man sich da anguckt. Wir haben ganz oben den Niederschlag. Der Niederschlag fällt idealerweise in die Wälder, in die Bäume, in die Vegetation. In der Vegetation wird er als Tröpfchen festgehalten, unter Umständen wieder evaporiert. Aber es gibt eben so etwas wie ein Bereich, die Vegetation hält unseren Niederschlag fest, was die Hydrologen als Interzeption bezeichnen.
Würden wir schon allein die Vegetation wegnehmen oder überall da, wo wir die Vegetation wegnehmen, erhöhen wir die Niederschläge, die bis zum Boden kommen. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, um 20 bis 30%. Das ist schon mal das eine. Ja, dann kommt der Niederschlag an der Gewässeroberfläche ab. Manches infiltriert in den Boden, bis dieser Boden gesättigt ist. Manches geht direkt an der Bodenoberfläche in Richtung Fließgewässer. Und das ist ein großes Problem. Das geht dann entweder in die Kläranlagen oder kann von den Kläranlagen nicht mehr gefasst werden. Das führt zu Bodenerosion. Oberflächenabfluss ist also meines Erachtens das größte hydrologische Problem, mit dem wir derzeitig zu kämpfen haben, aus verschiedenen Gründen. Es bildet A kein Grundwasser und wir brauchen Grundwasser. Es führt B dazu, dass wir Bodenerosion haben. Und es führt C dazu, dass wir die Hochwassergefahren reduzieren. Wir müssen also darauf achten, dass wir unsere Böden insgesamt aus verschiedenen Gründen insgesamt mit mehr Infiltrationsmöglichkeiten versehen. Ja, und dann geht es letztendlich in den Boden, um das mal hier zu Ende zu führen, und dann irgendwann ins Grundwasser. Und das Grundwasser wird auch irgendwann dann mal wieder im Fließgewässer landen oder eben in unserer Kehle, wenn wir es als Trinkwasser verwenden. Ja, Bayerns Wasserbilanz, hier ist das mal dargestellt an der Stelle vom Landesamt für Umwelt. Unsere Niederschläge in Gesamtdeutschland sind etwa 939 Liter pro Quadratmeter. Also überall in Deutschland regnet es etwa ein Meter hoch. Kann man sich als Hauszahl immer ganz gut merken. Verdunstet wird insgesamt, und das kommt unter anderem eben aus den Pflanzen. Verdunstet wird davon insgesamt mehr als die Hälfte. Und dann kommt es zu oberirdischen Abfluss. Den habe ich eben gerade bezeichnet. Das wäre dann also, dass davon 20% übrig bleibt und der Rest versickert. Und der Rest, andere 20% versickert. Wir müssen also da schauen, dass wir, wenn wir Grundwasserprobleme zukünftig bekommen, auf mehr Versickerung achten. Das heißt, wir müssen die Wasserbilanz in Richtung Versickerung verbessern. Ja, Grundwasserneubildung sieht man in Bayern, ist natürlich überall da, wo große Niederschläge sind. Also insbesondere an den Alpen haben wir große Grundwasserneubildung. Aber auch hier ein Beispiel dafür, meine Damen und Herren, Grundwasserneubildung nimmt ab. Das ist das Beispiel Oberpfalz. Hier ist die Grundwasserneubildung in der Oberpfalz und hier ist eine Differenzplot zwischen 71 und 2000 und 2003 bis 2017. Wir haben also erhebliche Abnahmen des Grundwasserneubildungs und dementsprechend müssen wir hier darauf achten, dass Flächenschutz zugleich Hochwasserschutz und Grundwasserschutz sein muss. Ja, aufgrund der Zeit will ich ein bisschen vorangehen. Wie machen wir das? Wir müssen natürlich möglichst große Infiltrationsraten erreichen. Wir müssen Geländeneigungen da, wo es gibt, sollten möglichst gering sein. Das heißt, wir sollten Muldensysteme ausbauen. Wir dürfen nicht auf zu viel Entwässerung achten. Wir müssen mehr Wasser in die Landschaft kriegen. Und wir müssen entsprechende Versickerungsbauwerke vielleicht auch direkt immer mehr anlenken. 2013 war dann das bayerische Trauma, das Hochwasser 2013. Es musste schnell gehandelt werden. Ein Trauma bedeutet immer für mich, dass man auch unvernünftig handelt. Und das Erste, was man sich damals überlegt hatte, wir bauen an die Donau eine Kette von Flutpoldern, in die wir im Hochwasserfall das Wasser leiten. Diese Flutpolder, laut Betreiber, werden 4 Tage in 100 Jahren verwendet. 4 Tage in 100 Jahren verwendet. Und da muss ich an der Stelle sagen, das kann nicht richtig sein. Wenn wir Bauwerke dieser Größenordnung, Sie sehen die Donau da, und das sind nur 2 von 12, 13 Flutpoldern, die geplant sind, wenn wir Bauwerke von diesen Größenordnung nur für Hochwasserschutz bauen, dann ist das monofunktional, und im Rahmen unserer Flächenprobleme können wir mit monofunktionalen Bauwerken nicht leben. Alternative Staustufenmanagement wird derzeitig diskutiert. Können wir die vielen Staustufen an Isar, Inn und Donau insgesamt dafür nutzen, um Hochwasserschutz zu beschreiben? Alternative Deichrückverlegung ist für mich ein wichtiger Punkt, weil Deichrückverlegung und Schaffung von Auen beispielsweise sind wertvolle Lebensräume und dienen dem Artenschutz. Wären also multifunktional im Gegensatz zu monofunktionalen Hochwasserschutzmaßnahmen. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich wollte Ihnen ein bisschen zeigen, dass wir durch den Klimawandel viele Probleme bekommen. Grundwasserknappheit, erhöhtes Hochwasserrisiko. Flächennutzung muss daher multifunktional gedacht werden. Wir müssen sowohl, wenn wir ökologische Flächen ausweisen, Hochwasserschutz und Grundwasserschutz zusammenbringen. Idealerweise sogar Klimaschutz, Flächenschutz, Bodenschutz und Artenschutz.
Bodenschutz und Artenschutz zusammendenken. Klimaschutz ist Hochwasserschutz, ist Flächenschutz, ist Bodenschutz und Artenschutz. In Umweltverträglichkeitsprüfungen müssen wir den Einfluss der Versiegelung von Grundwasserständen und Hochwassergefahren durch Niederschlagsabflussmodelle quantifiziert werden. Das ist derzeitig noch nicht der Fall. Noch nicht der Fall. Wenn wir also irgendwo ein Baugebiet ausweisen, dann muss man auch nachweisen, um wie viel Promille oder was auch immer dadurch Hochwassergefahren in Bayern erhöht werden, an der Donau erhöht. Das kann man heutzutage rechnerisch machen. Und meines Erachtens darf es auch keine End-of-the-Pipe-Strategien im Hochwasserschutz geben, die nur dem Hochwasserschutz dienen und letztendlich den Flächenverbrauch erhöhen, weil dann weiß man ja gar nicht mehr, dass an anderen Stellen irgendwann mal Hochwasser aufgetreten ist. Also insgesamt ein Plädoyer für von monofunktionaler zu multifunktionaler Flächennutzung. Und für mich gibt es Zeichen der Hoffnung. Wir kommen so ein bisschen derzeitig weg von der klassischen Parteienpolitik. Der Bürger hat wieder plötzlich was zu sagen oder nimmt wieder das Wort selbst in den Mund. Die zwei Beispiele kennen Sie alle aus der Presse. Und da muss ich schon sagen, da passiert derzeitig Beachtliches. Und das freut mich. Vielen Dank.